Ich freue mich sehr, heute Abend Madhuka für ein Interview für Jetzt TV begrüßen zu können. Vielen Dank, dass ich ein paar Fragen stellen kann. Gerne, ich bin sehr gerne gekommen. Namaste. Namaste. Hm. Zu Anfang gleich eine ganz praktische Frage. Ich habe gehört, der Name von Yoga der Stille ist jetzt zu Madhuka Enlighten Life geändert worden. Wie ist das zustande gekommen und hat sich inhaltlich was geändert? Sehr eine Transformation. Der neue Name, der kam, ich habe im Frühjahr dieses Jahres in Rishikesh Public Satsangs gegeben, öffentliche Satsangs. Und war sehr inspiriert, nach vielen Jahren mal wieder an diesem heiligen Ort zu sein, in Nordindien, wo der Ganges aus dem Himalaya runterfließt in die Ebenen. Und er ist ja schon seit tausenden von Jahren ein bedeutender Pilgerort in Indien. Und ich war sehr, sehr inspiriert von der Energie des Ortes und von den Menschen, die da auch leben, die wirklich für die Spiritualität nicht nur Worte sind, sondern das verkörpern. Und es ist eine sehr schöne Energie da. Und da war ein großes Festival, so ein internationales Yoga-Festival. Und ich habe da in diesem Rahmen dann auch, wie gesagt, öffentliche Satsangs gegeben und dieser neue Name kam zu mir. Ich fand die letzten Jahre des Yoga der Stille auch ein sehr, sehr passender Name, insbesondere weil dadurch die Menschen, die zu meinem Event kamen oder neu kamen, von vornherein nicht überrascht waren, wenn der Satsang manchmal ganz still war. Ich kann durchaus vorkommen, dass ich am Anfang im Satsang auch eine halbe Stunde in Stille sitze. Und ansonsten, ganz früher waren manche Menschen da überrascht, was passiert da, warum sitzen alle möglichen Leute in Stille. Da war das thematisiert und dadurch sind die Satsangs auch sehr, sehr still geworden. Jetzt ist auch für mich der Aspekt einfach wichtig auch zu benennen, dass es eben nicht nur um Stille geht, sondern dass es darum geht, unser eigenes Leben, ein leichteres Leben führen zu können und ein erleuchtetes Leben führen zu können. Deswegen dieser neue Name Enlighten Life, also to enlighten ist ja ein englisches Verb in dieser doppelten Bedeutung. Einerseits heißt es erleichtern und andererseits heißt es erleuchten. Und es ist natürlich so, dass wir selber natürlich durch unsere eigene Gestimmtheit, würde ich mal sagen, auch das Leben anders gestimmt ist oder die Welt gestimmt ist, ne? Abhängig von unserer eigenen Vibration, könnte man sagen. Und selber in einer friedsamen Vibration ist, dann manifestiert das Leben auch meistens friedsamer. Und wenn man selber freudig ist, dann sieht man überall die Freude. Wenn man in Liebe ist, sieht man überall die Liebe. Und insofern eben dieser neue Name. Ja, schön. Nach wie vor können Anfänger auf dem spirituellen Weg wie auch sogenannte Fortgeschrittene zu Ihnen kommen und an dem Punkt einsteigen, wo Sie gerade sind. Absolut, ja. Sicherlich. Mhm. Wobei das ist auch nicht geplant, das ergibt sich, das kann sich auch wieder ändern, aber derzeit kommt es öfters vor, dass ich auch in Satsangs so etwas ähnlich wie eine geführte Meditation teile mit den Menschen, um eben auch Menschen, die vielleicht jetzt erstmalig dabei sind in einem Satsang, erstmal bei so einem Event dabei sind, um die denen einfach auch die abzuholen, wie man so sagt, und mit denen erstmal zu atmen und in eine harmonische Stimmung zu kommen, gemeinsam. Hm. Ja, das war ja heute Morgen im Satsang auch so, dass einfach der Hinweis auf den vollen Bauchatem schon so hilfreich ist. Absolut. Und würden Sie sagen, dass wenn man jetzt länger dabei
ist natürlich fortgeschritten, ist ein komisches Wort jetzt für einen spirituellen Pfad, aber nehmen wir es mal, dass die noch andere Praktiken brauchen. Brauchen die andere Herausforderungen, damit da weitere Entfaltungen sein können? Sehen Sie das so? Generell ist ja bei Advaita die Prämisse, dass es keine Praxis nötig ist, weil einfach die Erfahrung ist von Tausenden von Jahren, wenn der Mensch praktiziert, die Praxis hört nie auf. Ja, die sind auch bei vielen Menschen, die auf einem spirituellen Pfad sind, das hört nie auf mit Übungen zu praktizieren oder zu glauben, man müsste noch etwas tun. Dann dem Advaita ja ganz stark, wie gesagt, dieser Grundsatz da ist, du bist bereits das, du bist bereits frei. Und das bleibt natürlich weiterhin, würde ich sagen, elementar. Dennoch ist es natürlich auch so, dass wir westlichen Menschen leben eben nicht mehr wie jetzt Buddha oder vor hunderten von Jahren in einer sehr harmonischen Natur und in einem doch relativ stressfreien Leben, sondern wir Menschen leben natürlich im 21. Jahrhundert, haben da ganz andere Herausforderungen und deswegen kann es natürlich auch sehr, sehr gut sein, wenn Menschen wirklich, würde ich mal sagen, Atma-Vichara, also Selbsterkundung oder was man Meditation nennt, auch wirklich praktiziert, dass man sich einfach Zeit nimmt, dass man mal abschaltet, weil wir sind ja permanent durch die sozialen Medien, durch unsere Handys, durch die Werbung, durch Fernsehen etc. werden wir permanent bombardiert durch Impulse und da dann ganz bewusst mal zu sagen, wie auch immer individuell, 20 Minuten am Morgen lehne ich mich zurück, ja, oder gehe also nur nach innen. Ja, und das könnte man dann sagen, sieht es zumindest äußerlich aus wie in der Praxis. Und natürlich irgendwann, ich mag jetzt das nicht so sehr unterteilen zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen, aber sicherlich ist es so, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch Teil wird von dem Alltag, ja, dass man in der Alltagssituation dennoch sich bewusst ist seiner Essenz, ja, und das Leben eher sieht mit seinem ganzen Spiel, mit seinen ganzen Herausforderungen, mit seinen ganzen auch Problematik und Thematiken, aber dass die Essenz einfach dieses Bewusstsein, das unberührte Bewusstsein primär ist. Man das immer tiefer empfangen kann, das Geschenk des jeweiligen Augenblicks und so die Gnade des Augenblicks, die Gnade des Seins. Ja. Ja, und das ist auch, scheint mir wie Einatmen und Ausatmen, es ist eben auch das in die Stille gehen und dann wieder möglicherweise in die Welt für die meisten von uns raus. Und es mag ja so sein, dass wenn man beginnt, so nach innen zu gehen, man ein feinfühliger wird und das im Außen gerade nicht so gut erträgt. Aber für die länger da sind und wo das jetzt so ein Teil der Natur geworden ist, dieses Eintauchen in die Stille, ist es so, dass sich da was entspannt und die können auch wieder ganz normal mitten im Trubel stehen, wie Sie gerade sagten, und das, die Stille haben. Mhm. Sicherlich, das ist ja erstrebenswert, dass wir uns nicht abkapseln müssen von der Welt und der Welt in Flüchten, in so einer Form von Eskapismus, sondern dass man fähig ist, unabhängig von der Lebenssituation bewusst zu sein und in der Freude, in der Dankbarkeit, im Friedlichen zu sein, ja. Ohne dass wir das jetzt zu idealisieren und so müsste ich sein. Es sollte ja, ist ja schön, wenn das alles authentisch geschieht, je nachdem. Das Leben hat ja wunderbare Wellen, wie auch immer. Ja. Also sollte es nicht so, also ethische Vorgaben sein, ich muss jetzt immer im Frieden sein und Vorstellung, was das ist. Und natürlich in einem sehr natürlichen, auf eine natürliche Art und Weise. Aber sicherlich harmonisiert das, wenn wir ja, auch ein meditativer Mensch und immer wieder in dieser Quelle baden, in der Stille, im Frieden. Sie laden ja auch wirklich zum Genuss ein, ja, das Leben zu genießen, also nicht nur irgendwie das zu ertragen mittels Meditation oder irgendwelchen
Sachen, sondern ja, Lebensgenuss, Lebensfreude. Ja, sicherlich Lebensfreude halte ich für wirklich was Essentielles. Also jetzt auch die zwei Meister, die ich sehr achte und die meine Meister sind, also wir können ja jetzt sagen waren, weil eine nicht mehr im Körper ist, die haben auch sehr lebensfreudig gelebt, ja, denn durchaus auch den Genüssen zugeneigt. Oder es kommt eben durch die Freiheit. Wenn jemand frei ist, ist Lebensfreude auf jeden Fall eine natürliche Geschichte. Das sieht man ja auch bei Kindern. Kinder, die an sich frei sind, die spielen, die lachen, die sind authentisch in ihren Emotionen und genießen das Leben unbesorgter, wie oftmals wir Erwachsene das tun. Und es entspricht natürlich auch meinem Naturell. Ich habe immer das Leben sehr genossen und mir das eigentlich ist erhalten geblieben, ne? Die Lebensfreude, auch das Kindliche. Und ich glaube, auch durch ein bewusstes Leben offenbart sich ein mehr und mehr auch die Schönheit, ne? Die Schönheit der Natur, die Schönheit der Formen, die Schönheit des Göttlichen und die Schönheit von allem auch. Das Wunder unseres Körpers, das Wunder des Lebens, das Wunder des Lichts, was in uns ist. Ne? Ja. Auf die Freiheit, die da aufscheint, möchte ich gerne noch zu sprechen kommen. Das ist ja einerseits eine Freiheit von etwas, so ich es verstehe, von beengenden Dingen, die man über sich oder die Welt glaubt, dass das wegfällt. Und man wird eben frei, die Schönheit zu sehen und in Ruhe die Präsenz zu genießen. Damit ist die Freiheit gemeint. Das ist auch eine Freiheit, die nicht an anderer Leute Freiheit anstößt. Man sagt auch immer, ja, deine Freiheit endet da, im normalen Leben, wo die des anderen beginnt. Diese Freiheit ist anders. Die ist eine geteilte Freiheit. Ist das so? Naja, dieser eine Ansatz, den Sie ansprechen, ist ja so ein Kantsches. Von Kant, dieses Prinzip Freiheit, ohne aber eben die Freiheit anderen einzugrenzen. Oder dass die da dann, dass darauf zu achten sei. Sicherlich die absolute Wahrheit ist nach jenseits von Freiheit und jenseits von Gefangenschaft. Ja, dass man weder aus dem einen noch den anderen auch ein Konzept macht. Ja. Und Freiheit ist unser Naturzustand an sich, ja, ist unser Naturzustand. Natürlich im sozialen Leben achtet man auch immer wieder auf andere Menschen und dennoch kann man auch feststellen, selbst wenn ich ein friedliches und meines Erachtens liebevolles Leben leben, mag es dennoch immer wieder Menschen geben, die sich gerade daran widerstoßen, ja, und finden, dass das zu frei ist oder wie auch immer. Deswegen bleibt man ja auch bei sich selber und schaut nach innen, ne, wo sich alles auflöst. Und wenn wir nach innen gehen, lösen sich so die ganzen Vorstellungen und die ganzen Konzepte auf, ne, was zu sein hat und was nicht sein darf und was sein sollte und was auch immer. Ne. Und offenbart sich etwas Wunderbares, was man schwer in Worte fassen kann, etwas Wundersames. Ne. Und das zu begreifen als unsere Essenz, ja, als das Ewige, als die ewige, das ewige Pulsieren des Designs, ja, des Seins, jenseits von der Manifestation, aber dann natürlich auch in der Manifestation, in dem, was wir Leben nennen. Ja, haben Sie jetzt dankenswerterweise schon eine Frage mit beantwortet, die ich auch noch so gestellt hätte. Soll man überhaupt so nach draußen schauen, wie die Welt sich entwickelt, was die anderen tun und sagen, oder eben doch mehr, es ist effektiver, bei sich zu bleiben, genau diesen Weg nach innen zu gehen. Aber jetzt die Antwort, so wie ich verstanden habe, genau das, ja, man geht nach innen. Ja, also viele Menschen, die orientieren sich ja sehr nach außen oder auch wollen die Welt verändern,
im Außen oder klagen über die Welt und über diese und jene Zustände. Und ich halte sicherlich den Satz für weitaus für besser oder auch erquicklicher. Wenn ich etwas verändern will in der Welt, dann beginnt es in mir. Ja? Das ist schon etwas, was Buddha zugeschrieben oder zumindest dann auch Gandhi gesagt haben soll. Ne? Wenn du die Welt verändern willst, dann ändere dich selbst. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich Gandhi war als erster. Ich habe es auch jetzt mal gelesen von Leo Tolstoi, dem großen russischen Schriftsteller, der das auch schon gesagt hat in den 20er Jahren. Wenn Veränderung, dann in einem selber. Ne? Mhm. Wobei ist es oftmals auch so ein Ansatz, es gibt es ja auch im Christlichen schon sehr stark, dass davon ausgegangen wird, dass der Mensch an sich unrein sei oder eben nicht perfekt und ja schon belastet mit Erbsünde. Meine Erkenntnis ist eigentlich andere, dass wir in unserer Essenz absolut rein sind und unsere Essenz bereits vollendet sind. Die Person natürlich mit ihren Prägungen, die mag so oder so sein. Ja, und da kann es auch sein, dass man irgendwelche Befreiung oder Entspannung erstrebt oder ja, größere Lebensfreude oder dass man weniger Sorgen hat und wie auch immer. Und da ist es ja auch sehr effektiv, wenn man wirklich ergründet, ne, wer bin ich in Wirklichkeit? Weil eigentlich all das, was uns begrenzt, all das, was uns belastet, worüber wir uns sorgen, kommt eben aus den Prägungen des Geistes und Prägungen unserer Person. Wenn wir die wirklich ergründen, kommen wir eigentlich hierher ins Jetzt, was wirklich frei ist und sorgenfrei ist und eigentlich auch wunschlos ist, ne? Wunschlos ist, weil bereits alles hier ist. Ja. Ein ganz schöner Raum, wo man das finden kann. Und dann schließt sich eine Frage an. Auf dem Weg dorthin ist der Guru ja sehr hilfreich. Gibt es an einem Punkt quasi eine Umkehr nach innen, wo ich den Guru dann im Innern finden kann, die richtungsweisende Instanz? Gibt es das, dass ich den Guru im Innen finden und fragen kann? Haben Sie... Ja, der wahre Guru verweist ja immer auf diese Essenz, die in jedem Menschen ist und spricht nicht von der Trennung. Ich bin Guru, vollendet. Sie aber, du aber, bist noch nicht so weit, sondern der Guru verweist immer auf die absolute Essenz und dass eigentlich diese Begrenzung oder der Glaube, der Irrglaube, nicht frei zu sein, an sich überflüssig ist. Und natürlich ist alles in uns, im Inneren bereits vorhanden. Und dennoch kann es eben sein, dass so wunderbar ist, einem Menschen zu begegnen, der einen inspiriert, der einen anzieht, man könnte beinahe sagen, praktisch quasi magisch anzieht und einem hilft. Ne? Ein Guru kann sehr hilfreich sein, um inneren Frieden zu finden und um Glück zu finden, weil er eben sagt von dieser Person, die du glaubst zu sein, ist nicht wirklich. Ne? In Wirklichkeit bist du Friede selbst. Aber schau mal selber, ne? Mach gar kein Konzept daraus, sondern schau selber, was ist Wirklichkeit. Ne? Das ist also sehr, sehr inspirierend. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in diesem Leben zwei Menschen getroffen habe, die gelebt haben. Weil das ist ja auch nochmal etwas anderes, ob einen jemand fasziniert, inspiriert, der vielleicht vor Hunderten von Jahren gelebt hat. Und es kann ja auch sehr inspirierend sein, was Buddha gesagt hat, wie auch immer, aber nicht genau weiß. Was Buddha gesagt hat, und weiß nicht genau, was Christus gesagt hat oder was später hinzugefügt wurde. Wenn also jemand wirklich verkörpert ist und
deswegen merkt man und sieht man auch, oh, da ist dennoch eine Person da mit Neigungen, mit Likes und Dislikes, ne, die etwas vielleicht mögen, etwas andere nicht mögen, so wie es bei mir ja auch ist, wie es bei Ihnen ist, bei überall Menschen selber ist. Und dennoch kommen die damit klar. Es geht also gar nicht darum, unbedingt das und das und das von der Person zu verändern, wie uns manche Philosophien oder auch Religionen wahrmachen, sondern es ist möglich, direkt zu seiner Essenz zu gehen. Das ist sicherlich was Elementares am Advaita, dass man auch nicht von einem Weg spricht, und so viele Jahre zum Beispiel meditieren oder jahrelang das und das praktizieren, sondern Erkenntnis unmittelbar möglich, unmittelbar zu erkennen. Und wie gesagt, bin ich da sehr, sehr dankbar, ja, die Menschen, die Guru, ne, berührt zu haben und gehört zu haben, gerochen zu haben, gesehen zu haben. Also völlig in dieser Schwingung auch. Und es ist auch so, dass wir, wenn wir mit einem Menschen in einem Raum sind und mit ihm zusammen sind, dann ist ja auch, können wir sagen, die Vibration des Gehirns, auch die Vibration des Herzens, ja, wird Teil von uns. Deswegen fühlen wir uns ja auch bei manchen Menschen wohler und andere Menschen suchen lieber etwas Distanz. Manche Menschen können wir auch nicht riechen, ja, weil unsere Sinnlichkeit schon uns das eigentlich auch gibt, ja, unser altes Wissen unseres Körpers beispielsweise. Und da kann es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr hilfreich sein, mit einem Menschen zusammen zu sein, der Freiheit, der realisiert hat, ja, das Absolute realisiert hat. Jetzt haben Menschen ja auch im kommenden Januar die Möglichkeit, in Goa über einen längeren Zeitraum mit Ihnen zu sein und mit Ihnen diese Erfahrung zu machen, aber auch untereinander. Ich durfte heute Morgen schon beim Satz sagen, die Menschen fragen, wie das ist, wenn man lange beieinander ist oder miteinander ist, dass da sich so nicht anhaftende Liebesbande knüpfen lassen, habe ich gehört, und dass es wie Familie ist, dass man so sein kann, wie man eben ist, nicht sich verstellen muss oder auch nicht irgendwie heilig tun muss oder irgendwas. Da wird es jetzt im Januar ein Retreat auf Goa mit Ihnen geben. Und Sie fliegen jetzt schon demnächst dahin. Ja, weil so diese ganze Reise in Europa und auch in Russland, die endet jetzt hier mit diesem Enlightened Life Event hier in Köln. Und dann geht es wieder in meine zweite Heimat nach Indien. Und da mache ich dann auch wieder anfangs, gratis Public Satsangs. Da gibt es ja viele junge Menschen, gerade aus Russland und der Ukraine, die jetzt nicht so viel Geld haben. Und die nehmen das immer sehr gerne in Anspruch. Und dann gibt es, wie gesagt, dieses zweiwöchige Retreat, wo man dann auch gemeinsam wohnt am Strand von Goa. Und noch das intensive Retreat im Februar. Das ist dann ein dreiwöchiges stille Retreat in einem Ashram am Fuße dieses heiligen Berges Arunachala in Südindien. Und das ist natürlich von der Form her dann noch etwas intensiver, weil, wie gesagt, dann die Menschen in einem Ashram leben, auch ein bisschen mehr ein traditionelles indisches Leben leiten und schweigen, also nicht sprechen, sondern das führt man ja auch dazu, dass die Menschen noch mehr nach innen gehen, auch jetzt nicht miteinander kommunizieren, verbal. Natürlich kann man sich trotzdem in die Augen schauen und das Herz strahlen lassen, aber es wird dann nicht gesprochen und es ist sehr, sehr intensiv und wird sehr, sehr gern von den Menschen angenommen. Es freut mich irgendwie total zu hören, dass auch aus aller Herren Länder sozusagen die Menschen zu Ihnen finden. Dass sich das doch zu verbreiten scheint, das ist eine schöne Sache. Ja.
Ja, das derart weiter, könnte man sagen, und das Art weiter, je nachdem. Hat sich das sehr, sehr stark ausgebreitet, wenn man bedenkt, dass Ramana Maharshi, so wenn ich jetzt mal diese Meisterlinie betrachte, ja in den 20er Jahren, 30er Jahren, 40er Jahren gesessen ist, auch eben am Arunachala, an diesem Berg in Tiruvannamalai, und seine Botschaft, ja, der Stille, und auch seine Botschaft der Liebe hat sich damals schon ausgebreitet, auch durch das Buch herauskam von einem sehr bekannten, damals bekannten Schriftsteller, der über ihn geschrieben hat, über Heilige in Indien, und damit der Ramana Maharshi schon bekannter, und sein Schüler wiederum, mein Guru Papaji, wurden sehr viele Sucher nach Wahrheit, gerade so in den 90er Jahren, angezogen, wo er dann in Lucknow lebte, in Nordindien. Und das hat vielleicht dann ausgebreitet. Für einige seiner Schüler haben sie dann auch in alle Welt, sind zurückgegangen in ihre Länder und haben angefangen, wie auch immer das man es nennen kann, also Satsang zu teilen oder zu lehren, wie auch immer. Und das hat sich dann jetzt inzwischen doch sehr, sehr, sehr ausgebreitet. Wunderbar. Ich finde das eine schöne Perspektive für die Welt. Es ist auch, als ob überall so Lichter ja aufscheinen. Das ist, ja. Mit den Fragen, das ist so eine Sache. Irgendwann sind die Fragen nicht mehr so wichtig und die Stille nimmt überhand tatsächlich. Und ich merke jetzt auch, wie es mir relativ schwer fällt, noch irgendeine Verstandesfrage zu formulieren. Und wir haben auch schon wirklich viel besprochen. Ja. Es bleibt ein Moment, das zu genießen, was da ist. Diese Dankbarkeit auch. Und ja, die Einladung an alle. Das ist für alle offen, ne? Also diese Freude in Stille. Zu sein und zu leben. Ja. Vielleicht ist es so, dass die Fragen nicht wirklich immer schlauer werden, sondern dass die Stille überhand nimmt. Bei mir ist es jetzt gerade so. Ja, die Stille hat sicherlich noch eine größere Kraft. Ne? Heißt ja, wenn selbst also Menschen durch Worte motiviert werden oder inspiriert werden, wie viel mehr dann durch die Stille, ne? Weil alle Worte werden ja transportiert in der Stille. Ne? Worte sind eigentlich immer interpretierbar, zum einen, andererseits sind sie auch immer begrenzend, wenn sie etwas definieren. Während die Stille, die allem zugrunde liegt, undefiniert ist und grenzenlos ist. Und wenn man in der Präsenz ist, in dieser Stille, dann lösen sich auch früher oder später alle Fragen auf. Und plötzlich ist es das Sein an sich, so erfüllend und wunderbar. Ja, bleibt mir wirklich nur noch ganz herzlich zu danken für die Gelegenheit, bitteschön, Helen, meine Fragen gestellt zu haben und Antworten erhalten zu haben. Willkommen. Vielen Dank.